Ja. In den frühen Morgenstunden ereignete sich in Mexiko ein starker Erdbeben mit einer Magnitude von 7,2 auf der Richterskala, mit dem Epizentrum nur wenige Kilometer von der Grenze zu den Vereinigten Staaten entfernt. Die Erdstöße waren in den Bundesstaaten Kalifornien und Arizona zu spüren und sorgten für Panik unter den örtlichen Bewohnern. Die Intensität des Erdbebens war so signifikant, dass in einigen Gebieten Risse im Boden erschienen und die Gebäude deutliche Erschütterungen erfuhren. In grenznahen Städten wurden erhebliche Schäden an Gebäuden und Straßen verzeichnet. Angesichts dieser Situation starteten die lokalen Behörden sofort eine groß angelegte Operation zur Bewertung der Schäden und zur Unterstützung der Betroffenen. Rettungsteams und medizinisches Fachpersonal wurden mobilisiert, um den Menschen in Not zu helfen und die Evakuierung von Personen aus gefährdeten Gebieten zu koordinieren.